Eine kühle Oktobernacht. Die Leiche eines Mannes treibt im Ärmelkanal und wird vor der deutschen Küste gefunden. Der Körper hat über 10 Tage im Wasser gelegen. Eine Identifizierung ist nicht mehr möglich. Eine Bergung deshalb sinnlos. Der Inhalt seiner Taschen wird gesichert und die Leiche wieder den Elementen überlassen. Ein paar Tage später in der holländischen Hafenstadt Vlissingen stellt sich heraus, dass die Gegenstände Rudolf Diesel gehören, dem Erfinder des Dieselmotors. Vor seinem rätselhaften Tod hat er mit Ivar Knudsen, dem technischen Direktor von Burmeister & Wain, den Dieselmotor für Schiffe weiterentwickelt. Well, at that time, the British were Damals waren die Briten weltweit führend im Seehandel. Vor dem Ersten Weltkrieg war das Empire noch mächtig, verfügte über viele Kriegsschiffe, die mit Dampf angetrieben wurden. Diesel bot ihnen Manövrierfähigkeit, Reichweite und Leistungsfähigkeit. Das war eindeutig eine Sache für das Empire. Am 29. September 1913 geht der 55-jährige Ingenieur in Antwerpen an Bord des Dampfers Dresden. Er will in London an einem Treffen der Consolidated Diesel Manufacturing Limited teilnehmen. Nach dem Abendessen und einer Runde auf dem obersten Deck mit einem Kollegen kehrt Rudolf Diesel in seine Kabine zurück. Er unterstreicht, dass er am nächsten Morgen früh geweckt werden möchte, bevor das Schiff in Harwich ankäme. Dies ist das letzte Mal, dass jemand ihn lebend sieht. Für das, was danach an Bord geschieht, gibt es keine Zeugen. Die Theorie, dass er in einem Migräneanfall über Bord gegangen sein könnte oder dass ihm schlecht war, weil er seekrank war, das hat die Polizei sofort untersucht, als erstes. Und zwar war in dieser Nacht, es war eine ganz ruhige, fast windstille Nacht und der Seegang war ganz, ganz ruhig und man hat das schon ausgeschlossen. Und dass er in einem Migräneanfall über diese Reling gefallen sein könnte, ist auch fast nicht möglich, denn die ist zu hoch gewesen. Diesel nahm eine Einladung zu einem Essen mit dem größten Entwickler von Kriegsschiffsmotoren in Großbritannien, Sir Charles Parsons, an. Er erzählte sogar, dass er sich auf das Treffen freute. Gab es eventuell berufliche oder vielleicht sogar politisch begründete Motive für seinen Tod? Es gab diese Spekulation, dass es vielleicht auch ein militärischer Grund gewesen sein könnte für einen möglichen Mord. Denn man wollte ja nicht, dass Know-how abfließt aus Deutschland. Ich glaube, dass hinter diesem Tod der damalige deutsche Geheimdienst steckte. Und ich habe versucht, an die Archive heranzukommen im preußischen Staatsarchiv. Ich habe keinen Zugang bekommen. Und das ist noch unter Verschluss. Viele Jahre später erhalten die Spekulationen über Diesels geheimnisvollen Tod neue Nahrung, als eine weitere unerklärliche Tragödie geschieht. Diesels Tod berührt Knudsen tief. Er hat einen respektierten Kollegen und engen Freund verloren.
Anfang August 1914 bricht der Erste Weltkrieg aus, der fast ganz Europa erschüttert. Der Krieg zeigt, dass die revolutionäre Technologie nicht nur für den friedlichen Handel zwischen den Erdteilen genutzt werden kann. Vor allem bei der Entwicklung des U-Boots zeigt der Dieselmotor seinen Wert. Flotten auf beiden Fronten experimentieren vergeblich damit, U-Boote mit Dampf oder Benzin anzutreiben. Der Dieselmotor macht das Rennen wegen seiner Sicherheit und Reichweite. Rudolf Diesel hatte nie gewollt, dass seine Erfindung für militärische Zwecke eingesetzt wird. Rudolf Diesel war kein Militarist. Er hat auch nie beim Militär gedient. Rudolf Diesel war ein Moralist. Darauf deuten auch seine zahlreichen Schriften zur sozialen Lage der Arbeiterschaft hin. Er selber hat sich dazu nie geäußert. Er hat nur immer betont, dass sein Dieselmotor das Leben des kleinen Handwerkers erleichtern sollte. Und er wollte die Menschen von harter körperlicher Arbeit befreien. Und Andersen reiste oft. Hans Niels Andersen reist oft nach London, Berlin und St. Petersburg. Er versucht zu vermitteln und die Kriegshandlungen zu stoppen. Auf seinen Reisen mit der Selandia im Jahr 1912 hatte Andersen viele Berühmtheiten getroffen, die von dem Schiff begeistert waren. Dieses Netzwerk nutzt er nun für seine Vermittlungsversuche. Trotz Andersens Anstrengungen nimmt der Krieg seinen blutigen Verlauf. Als der Krieg 1918 zu Ende ist, nimmt die EAC die alte Selandia-Route zwischen Europa und Asien wieder auf. Auch B&W kommt gut durch die Kriegsjahre und erhält große internationale Aufträge. Ivar Knudsen ist jetzt ein international gefragter technischer Berater. Er hat an der Royal Institution of Naval Architects in London von der Selandia erzählt und Kontakte zu britischen Geschäftsleuten geknüpft. 1920 ist er unterwegs nach Indien, um Fabriken für die Briten zu bauen. Es wird eine verhängnisvolle Reise. An Bord des Schiffes erkrankt er plötzlich schwer und bekommt hohes Fieber. Eine ernste Vergiftung ist der Grund, vielleicht eine Lebensmittelvergiftung. Aber niemand sonst an Bord hat Magenschmerzen oder Fieber. Wenige Stunden später stellt der Schiffsarzt den Tod fest. Rudolf Diesel und Ivar Knudsen waren Freunde und starben beide während einer Reise in britischen Diensten. Dass Ivar Knudsen wenige Jahre später auf ähnliche geheimnisvolle Weise ums Leben kommt, das ist schon eine seltsame Parallelität, die kaum noch Zufall sein kann. Und ich glaube, dieser Todesfall von Knudsen würde meine Theorie noch bestätigen und umgekehrt.